dieses Wissen, dass Carsten schwul ist, das ist theoretisch eine Sache. Das kann ich gut akzeptieren. Aber wenn dieses Wissen ein Gesicht kriegt und wenn ich die beiden miteinander erleben soll, dann frage ich mich natürlich umso mehr, was ist da jetzt, was ich vielleicht oder was wir vielleicht nie miteinander hatten. Wahnsinnig viele Fragen, dann dieser Pheromontest, dann kam ein Test, wir haben Stimmen von potenziellen Partnern gehört, wo man dann angeschlossen worden ist an irgendwelche Sachen, wo dann gemessen worden ist, wie der Körper darauf instinktiv reagiert. Wenn ich das Gefühl hatte, es funktioniert nicht mehr, dann war mein Herz frei. Eine gefährliche Situation, weil dann habe ich mich wirklich ganz schnell wieder verliebt. Das passierte. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich habe sehr schöne Beziehungen gehabt, aber irgendwie war schon immer so ein bisschen mein Problem, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass ich nur mit diesem einen Mensch für den Rest meines Lebens nur mit dem zusammen bin. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Oft überrascht uns die Liebe, Dankeschön, ja in Momenten, in denen wir überhaupt nicht damit rechnen. Umso mehr zieht sie uns in den Bann und stellt manchmal unser ganzes Leben auf den Kopf. Überraschung, Liebe, das ist unser Thema heute und ich bin sehr gespannt auf diese Gäste. 25 Jahre lang führten Annette und Carsten Schulze eine ganz traditionelle Ehe mit zwei Kindern. Als er ihr eines Tages offenbarte, dass er schwul sei, brach für sie eine Welt zusammen. Was das alles für sie veränderte und wie sie heute zueinander stehen, das verraten uns Annette und Carsten Schulze. Herzlich willkommen bei uns im Nachtcafé. Unglaublich. Unglaublich aber wahr, erst vor dem Traualtar lernten sich Ramona und Stefan Fast kennen. Was als TV-Experiment begann, entwickelte sich über die Jahre zu einer großen Liebe. Wie sehr es sie selbst überrascht hat, wie sich ihre Ehe entwickelt hat, davon berichten Ramona und Stefan Fast. Herzlich willkommen. Der Schauspieler und Musiker Rainer Schöne verliebte sich früher schnell und verließ seine Partnerinnen oft früh, bis er eines Tages überraschend die Liebe seines Lebens traf. Was sich dadurch für ihn verändert hat, das erzählt uns Rainer Schöne. Herzlich willkommen. Eine sehr ungewöhnliche Beziehung führen Imogen Betz, Shaduam Pasqualini und Clara. Mit insgesamt 4 Erwachsenen und 4 Kindern leben sie alle gemeinsam unter einem Dach. Wie ihre offene Beziehung genau aussieht und was sie für einen Reiz für sie ausmacht, das hören wir von Imogen Betz, Shaduam Pasqualini und Clara. Herzlich willkommen. Dass die Liebe immer auch voller Überraschungen steckt, das weiß Dr. Matthias Jung. Laut den Philosophen und Psychotherapeuten ist es gerade auch das Unvorhersehbare, das Beziehungen so spannend macht. Herzlich willkommen, Herr Jung, und herzlich willkommen nochmal an die gesamte Runde. Wenn wir uns lieben oder verlieben ja zunächst einmal, ist das immer überraschend, Herr Jung? Ich denke, Liebe ist Überraschung pur. Sie ist das größte Abenteuer unseres Lebens. Und wir stolpern unvorbereitet hinein. Wir machen alle Dummheiten und alle Seligkeiten. Frau Schulze, Sie haben vor 30 Jahren, fast 30 Jahren, Ihren Mann geheiratet. Was würden Sie sagen, was hat diese Liebe zunächst mal ausgemacht und auch ausgezeichnet? Ich glaube, ein wichtiger Punkt und ein Fundament ist unser Glaube, unsere Spiritualität. Wir haben uns im Kloster kennengelernt und so ein bisschen ungewöhnlich. Aber ja, das war eine wichtige Anziehung, die uns verbunden hat. Und wir haben erst so ein bisschen später gemerkt, dass wir tatsächlich zueinander gehören. War für Sie beide denn klar, dass das soll für immer sein, das soll auch eine Liebe fürs Alter sein? Ja. Ja? Ja. Ja. Wie haben Sie sich so das Leben im Alter früher vorgestellt? Oh, wir haben uns das Leben im Alter vorgestellt. Das ist eine gute Frage. Also ich bin eigentlich relativ offen darauf zugegangen und habe gesagt, wir werden jetzt mal sehen, was das Leben uns so bringt. Mhm. Ja. Und waren Sie, wenn Sie so im Urlaub waren, auch wenn Sie dann die Jahre, die Sie zusammen hatten, mal so Revue passieren lassen, waren Sie sich immer nah, haben Sie sich immer gut gefühlt, auch in seiner Gegenwart? Ja. Ja? Ja.
Also gerade die Urlaube waren so die Zeit, wo wir halt einfach Zeit hatten und wo wir das auch sehr genossen haben. Sie haben ja schon gesagt, es hat Sie am Anfang auch so eine Spiritualität verbunden. Was hat für Sie so das ausgemacht, die Liebe ausgemacht zu Ihrer Frau damals? Ich bin damals aus einer relativ schwierigen Situation rausgekommen und da haben wir uns kennengelernt und wir waren füreinander da. Also wir haben einander zugehört, wir haben ganz viele lange Gespräche geführt, wir sind manchmal nächtelang im Auto um den Block gefahren. Also da sind schon ganz viele Ereignisse gewesen, wo wir so gemerkt haben, das passt einfach. Also auch eine große Nähe. Und auch, und auch eine Anziehungskraft füreinander, die war schon da. Vor 4 Jahren hat Ihr Mann Ihnen dann eröffnet, dass er sich in einen Mann verliebt hat. Wir sprechen da natürlich auch noch ganz in Ruhe drüber. Aber konzentrieren wir uns zunächst mal darauf, wie Sie das auch erlebt haben. In welcher Situation hat er Ihnen das eröffnet? Ich hatte zu der Zeit frisch nach einem Unfall einen Bruch im Knie und im Sprunggelenk. Das heißt, ich war ziemlich gehandicapt und auf meinen Stuhl und mein Sofa und das Bett und so. Also das war also immer ein bisschen... Die Räume waren eng. Ich wäre sonst, glaube ich, erst mal gelaufen und gefahren und abgehauen. Ich glaube, ich hätte mich der Situation nicht weiter ausgesetzt. Also Sie waren zu Hause, da hat es Ihnen gesagt. Konnten Sie denn? Er sagte mir, ich muss mal mit dir reden. Und ich dachte noch, ja, gut, alles ist ja kein Problem, ich habe ja Zeit. Mhm. Und er sagt, das ist nichts Schönes. Und da war mir klar, es kommt jetzt irgendwas, womit ich, also es war mir nicht klar, was kommt, weil ich habe mit nichts gerechnet, was in diese Größenordnung. Und ist er dann gerade raus oder mit dem, was passiert? Im Grunde ja. Ja? Ja. Also ich weiß die Reihenfolge nicht mehr, ob zuerst ich bin schwul oder erst ich habe einen Mann kennengelernt. Mhm. Ich glaube, es war andersrum. Gell? Erst ja. Und es ist im Grunde ist das ein Gefühl, wie wenn sich ein Abgrund auftut und der Boden einfach unter den Füßen verschwindet, weil alles, was war, damit natürlich auch in Frage steht. Mhm. Ja, war das gespielt? War das echt? Ist das echt? Was mache ich damit? Was bleibt von meinem Leben? Wer bin ich? Wer bist du? Da ist ganz viel weggebrochen, also in diesem einen Moment. War das also komplett auch überraschend für Sie, Herr Haus? Ja, völlig. Und Sie haben ja schon gesagt, am liebsten hätten Sie sich entzogen der Situation. Also konnten Sie überhaupt was antworten? Konnten Sie reagieren? Ja. Ja? Also es ist so, dass ich vorher einen Moment hatte, den hatte ich auch angesprochen. Das war so ungefähr ein Jahr vorher, wo wir einfach mit einem Mann Kontakt hatten. Und mir war klar, der ist homosexuell und der will auch definitiv mehr. Mhm. Und ich weiß noch gut, dass Carsten gesagt hat, ja, aber das ist ja sein Problem, dass er mehr will. Mhm. Wenn Sie das so sagen, wie überraschend war diese Liebe für Sie? Sehr. Sehr? Ja, sehr. Also ich habe ja in dieser Ehe gelebt, ich habe meinen Job gemacht, der ja auch so ein 14- bis 16-Stunden-Tag dann war. Und als ich den dann kennenlernte, das war auch eine Zeit, in der wir dann zum ersten Mal Luft holen konnten, wo man mal Zeit für sich alleine hatte, wo man Zeit für sich hatte. Und ich merkte dann, da ist irgendwie so eine Verbindung, die sich immer mehr verstärkt zu diesem Mann. Und habe versucht, ihm erstmal nachzugehen, für mich alleine, und merkte so, komme ich auch nicht so drauf, und habe versucht, mit ihm darüber zu reden. Und wir haben dann einen gemeinsamen Wanderurlaub eigentlich gemacht. Und dabei hat es dann im wahrsten Sinne des Wortes geschnackelt. Und wir haben dann, dann habe ich gemerkt, so, jetzt muss ich erstmal damit umgehen, was das mit mir macht. Ne? So, ich war dann auch nicht so sicher, naja Gott, so ein bisschen bi sind wir doch alle, so nach dem Motto. Mhm. Und habe dann angefangen, ganz viele Fragen aufzuwerfen. Was ist, wenn ich das denn sage? Mhm. Was passiert dann, wenn ich das der Annette sage? Wenn ich das den Kindern sage? Wenn ich es meiner Mutter sagen muss, die ja damals auch schon 80 war? Wenn ich es meinem Schwiegervater sagen muss, der schon, ich glaube, 87 war damals. Ja? Also überhaupt dann mal so diese Dimensionen. Ja? Also dann, ich bin Gemeindepfarrer. Also das in der Kirchengemeinde, in der es eine katholische und evangelische Seite gab, also 7000 Leute, für die wir zuständig sind. Und ich so dachte, boah, was ein Riesending. Ja, und merkte aber, ich möchte nicht lügen. Also ich bin dann immer mehr dahin gekommen zu sagen, ich will auf gar keinen Fall lügen, sondern ich will dann auch dazu stehen, was Sache ist. Aber ich glaube, Sie haben gut 2 Monate, 2,5 erstmal nicht mit ihr gesprochen. Wie ging es Ihnen in dieser Zeit? Schlecht. Haben Sie das gemerkt?
Das war die einzige Zeit, wo ich gemerkt habe, da stimmt irgendwas überhaupt nicht. Er ist nicht mehr er selber. Ich habe das aber, die ganze Situation hat für mich zu 100% in den Burnout gepasst. Mhm. Also da, ich habe mich da schon mit beschäftigt und das war klassisch. Also so dieses sich zurückziehen, ganz in der Arbeit aufgehen, Kontakte vermeiden, immer mehr Freundschaften auch zurückfahren, gar nicht mehr pflegen. Das war nicht nur ein Zurückziehen von mir, sondern auch den Kindern gegenüber. Und da war so ganz viel auffällig und das war in diesen 2 Monaten, das konnte man mit Händen greifen. Und trotzdem hätte ich das so nie erwartet. Und Sie haben sich all diese Fragen gestellt in genau dieser Zeit. Genau. Und so wie ich es rausgehört habe, war dann klar, Sie möchten irgendwann auch offen sein. Wie hat denn Ihr Partner auf das alles reagiert? Der war dann weg. Der war weg? Ja, genau. Der wollte gar nicht, dass ich ihr das erzähle. Mhm. Hat dann immer wieder versucht, mich davon abzuhalten. Und irgendwann habe ich gesagt, so, heute habe ich mit ihr gesprochen. Und dann war er weg. Dann war er weg. Wirklich von jetzt auf nachher, so was nennt man heute Ghosten, glaube ich, ja. Per WhatsApp. So, dann haben wir keinen Kontakt mehr, fertig. Hatten Sie sich auch Vorwürfe gemacht Ihrer Frau gegenüber in der Total. Zeit? Ja? Total. Also mir ist das echt schwer gefallen. Wie haben Sie denn das Gespräch erlebt, das Ihre Frau gerade geschildert hat? Also ich habe ja im Prinzip im Büro dann gesagt, so, ich bin jetzt einfach den ganzen Nachmittag nicht erreichbar. Egal, was hier los ist, bitte die Kollegin anrufen. Und dann haben wir uns nachmittags zusammengesetzt, während der normale Pfarrbetrieb im Büro weiterging. Und was ich irre fand, war, Annette hat einfach erstmal nur zugehört. Also ich habe einfach nur geredet und geredet und geredet. Dabei wurde auch viel geweint und viel geschimpft und ich habe versucht, einfach auch klar zu machen, wo ich stehe und wie es mir gerade geht. Und sie hat einfach erstmal nur zugehört. Sie hat erstmal gar nichts gesagt. Und dann so ganz langsam mal Fragen gestellt. Mhm. Aber so ist Annette. Also sie hört dann erstmal zu, sie versucht das erstmal einzuordnen. Ja, man merkte so, es nimmt sie unheimlich mit, aber es war auch so die Stunde der Wahrheit, wo ich gesagt habe, ich möchte einfach kein Doppelleben führen, ich will niemanden belügen. Und in den Tagen danach, wie ging es Ihnen da? Das war auch schwierig. Hm. Haben Sie sich dann auch Fragen gestellt? Also haben Sie erstmal diese Ehe, die Sie geführt haben, auch mit anderen Augen vielleicht gesehen dann? Erstmal natürlich. Ja? Also es ist schon ein Moment, wo alles in Frage steht, dass alles, was zwischen uns war, aber auch ja, dieses Eheversprechen, ne, war das ernst gemeint? Mhm. War das nur Spielerei? Es gibt immer wieder so die Situation, dass wenn Männer ein Doppelleben führen, dass das für die Frauen natürlich dann einfach auch dieses Gefühl von betrogen, von verraten werden ist. Das hatte ich in dieser Form so nicht, weil ich einfach, mir war relativ schnell klar, dass das, dass wir eine große Offenheit und Ehrlichkeit da auch schätzen und dass uns das unglaublich wichtig ist. Und ich glaube, deshalb konnte ich das auch überhaupt in irgendeiner Weise annehmen. Waren solche Fragen da wie, Mensch, hätte mir das auffallen müssen? Oder? Natürlich. Ja, hab ich das einfach übersehen? Wie kann das eigentlich sein, dass wir so viele Jahre Leben teilen und ich kriege das gar nicht mit? Aber die Liebe, die Sie hatten, die haben Sie nicht in Frage gestellt? Nein. Nein. Dann, nein. Ja. Wow. Hat Sie das auch in der Identität, in Ihrer Identität als Frau irgendwie verunsichert? Ja, ja? Zutiefst. Warum zutiefst? Naja, weil die Frage ist, bin ich nur eine Notlösung gewesen? Mhm. Das, ja, wenn ein Mann das früh merkt und dann eine Ehe eingeht, quasi zum Schein, dann ist das ja noch mal eine ganz andere Situation. Aber die Frage ist natürlich, wer bist du, wer bin ich, wer sind wir füreinander und war ich jemals die, ich sag mal, deine Traumfrau, wovon ich ja ausgegangen bin? Ist es verständlich, dass wir nach so einer Nachricht erstmal alles in Frage stellen? Ich denke, das ist eine existenzielle Grunderschütterung. Ich habe in Düsseldorf viele Jahre ehrenamtlich ein Männerbüro geführt und da hatten wir ein Nottelefon und haben sehr oft Männer angerufen, die gesagt haben, ich habe entdeckt, ich bin schwul und sie haben geweint und es war eine unerhörte Tragik. Ich liebe doch meine Frau und die Kinder. Und später haben die Frauen angerufen, haben geweint. Mhm. Das ist schon ein ganz, ganz schweres Drama und schwer auszuhalten. Und ich finde es ganz beachtlich, dass Sie Carsten noch lieben können. Sie sind auch eine tapfere, eine tolle Frau. Sie haben jeden Beifall verdient. Was,
Was können wir denn tun, wenn so ganz überraschend unser Lebensentwurf, Sie haben das ja angedeutet, ne, fast in sich zusammenfällt? Erstmal. Das zieht uns den Boden unter den Füßen weg. Es war auch von Ihnen eine tapfere Leistung, zu sagen, ich bleibe nicht in der Doppelrolle. Mhm. Ich betrüge nicht, sondern ich sage die Wahrheit. Und ich weiß, da wird vieles auf mich einstürzen. Und dann noch als Theologe. Und bei zwei Theologen, also auch natürlich Konservative drunter sind, die es einfach nicht verstehen. Das macht vielen auch Angst. Auch das darf man ja nicht vergessen. Es war von Ihnen beiden, denke ich, eine enorme Leistung. Sie haben diese Situation ein Jahr vorher ja angesprochen. Haben Sie denn vorher mal, wenn Sie zurückdenken, unterbewusst wahrgenommen, ja, da ist so eine Anziehung zu Männern in all den Jahren davor? Nein. Nein? Nein. Also es gab, also ich hatte mit Männern eher so eine Sache, wo ich so dachte, halt mal ein bisschen Abstand. Ne? Also ich hatte mit 20 mal erlebt, dass mich ein Mann ein Dreivierteljahr gestalkt hat. Und wenn Sie jemand mal ein Dreivierteljahr gestalkt hat, wollen Sie echt nichts mehr. Und da habe ich damals auch den Therapeuten gefragt, dann brauchte ich eine therapeutische Begleitung danach, nach diesem Dreivierteljahr. Und dann habe ich ja mal gefragt, bin ich denn schwul? Dann sagt er, nur weil der Täter das ist, muss das Opfer das noch lange nicht sein. Ja, also, weil ich dann gefragt habe, habe ich da Signale gesetzt, von denen ich vielleicht nichts weiß? Und nach dem Stand Anfang 90er Jahre sind sie erstens wegen sowas nicht zur Polizei gegangen. Das war schon mal das Erste. Stalking gab es im Prinzip da noch gar nicht. Da hat man so gedacht, die Polizisten lachen dich dann aus. Und dem Therapeuten war einfach nur wichtig, dass ich nicht mich als Opfer in die Situation begebe, dass ich ihm ja irgendwie Futter gegeben hätte. Und danach habe ich dann ehrlich gesagt, also von Männern im wahrsten Sinne des Wortes, die Schnauze voll gehabt. Ja, und habe gesagt, das braucht ja kein Mensch. Und habe mich damit eigentlich auch gar nicht mehr auseinandergesetzt. Und dann kam es letzten Endes, wir haben uns kennengelernt, wir haben geheiratet, wir haben zwei Kinder gekriegt, wir haben ziemlich viel zusammen gewuppt, ihre Mutter starb, unser Sohn wurde schwer krank, das mussten wir dann gemeinsam wuppen und mein Vater starb dann. Dann kam die Kirchengemeinde dazu, sie musste die Stelle wechseln. Da waren ganz viele unglaublich Herausforderungen zu lösen und 2019 kam dann zum ersten Mal so dieses, jetzt kann man mal Luft holen. Und jeder nimmt mal sich so ein bisschen eine Auszeit und in dieser Auszeit brach es dann förmlich hoch. Sie sind ja dann noch anderthalb Jahre, haben Sie zusammen gewohnt noch weiter. Ja. Wie war das dann für Sie? Ich würde heute sagen, es war eine Zeit der Vorbereitung auf die Trennung. Also es war immer wieder eine Herausforderung, aber wir haben auch in dieser Zeit unglaublich viel miteinander gesprochen. Ich habe versucht zu verstehen. Carsten hat versucht zu erklären und das war, glaube ich, eine wichtige Zeit, die wir gebraucht haben. Es wäre nicht gut gewesen, direkt auseinanderzugehen. Ihre beiden Kinder sind Ende 20. Mhm. Wie haben die reagiert? Also das war am zweiten Weihnachtsfeiertag 2019 dann. Da haben wir bei einem Brunch zusammengesessen und haben gesagt, so, wir müssen jetzt mal reden. Und mein Sohn war sehr aufgebracht erstmal, so du hast meine Mama betrogen und so, ne? Also es war schon für ihn so, man merkte so, da kommt jetzt so dieser Beschützer raus. Und meine Tochter guckte mich einfach nur still an und sagte dann auf einmal, weißt du bist mein Papa, mir ist das eigentlich egal, ich hab dich lieb, so wie du bist. Bravo. Das war großartig. Also für mich, ich bin dann in Tränen ausgebrochen, das war schon großartig. Sind Sie denn geschieden oder sind Sie noch verheiratet? Ich habe einmal gesagt, Ihr Mann, also... Wir sind noch verheiratet. Sie sind noch verheiratet. Ja. Mhm. Ist das auch aus den... Sie haben Ihr religiöses Umfeld beschrieben. Hat das auch was damit zu tun, dass Sie... Ich würde mal sagen, es ist auch eine Frage der Ehrlichkeit. Also diese Ehe hat existiert und sie existiert noch. Sie existiert in einer anderen Weise als zuvor. Aber zu sagen, sie hat nicht existiert... Das wäre auch nicht die Wahrheit. Also dazu stehen wir. Und auch wenn wir wissen, dass das nicht selbstverständlich ist, dass wir verheiratet bleiben, im Moment sehe ich keinen Grund, die Ehe zu beenden. Das heißt, es bleibt noch großer Klumpen Liebe bleibt da. Die wird nicht einfach recycelt und weggeschmissen. Ich denke, das ist eine wichtige Lektion. Ein großer Klumpenliebe, so kann das nur Herr Jung ausdrücken, oder? Man muss dazu sagen, Sie haben mittlerweile einen neuen Partner
gefunden. Ja. Haben Sie auch den Vorteil, dass Sie ja in was Neues starten, in was wahrscheinlich Aufregendes für Sie? Also ich glaube, das ist sowieso der Punkt. Also ich hatte immer das Gefühl, so ein bisschen Vorsprung zu haben, auch emotional. Also und ich glaube, das ist auch so diese Rolle, die dann plötzlich entsteht. Wenn ich derjenige bin, der sich outet, habe ich schon einen Prozess durchlaufen. Ich war ja 2 Monate damit schon unterwegs. Die ganzen Fragen, abzuarbeiten. Dann habe ich sie damit konfrontiert und dann fing sie erst an. Mhm. Und dann habe ich schon relativ schnell angefangen, auch mit der Selbsthilfegruppe Schwuler Väter in Mannheim Kontakt aufzunehmen und mit denen ins Gespräch zu gehen und mich da mit anderen Männern auszutauschen. Das wurde dann so ein bisschen gestoppt von der Pandemie. Wir hatten ja beinahe dann alle 7 Wochen im Lockdown. Aber ich glaube tatsächlich, das war auch so ein bisschen ein Vorsprung. Mir war immer wichtig, den nicht auszunutzen, sondern zu sagen, okay, wir müssen jetzt einfach gucken, wo stehen wir? Ja? Die Liebe ist noch da. Wo stehen Sie heute? Geht es Ihnen gut in Ihrem neuen Leben? Noch nicht so wirklich, weil so richtig angekommen bin ich noch nicht. Mhm. Ich glaube, das dauert einfach auch noch so ein bisschen. Man muss ja dann auch erst mal lernen, wie lebt man alleine. Ich meine, wir haben 27 Jahre zusammen gelebt. Das ist erst mal auch ein Wort. Das ist auch ein Gewicht. Und wir haben in diesen 27 Jahren unglaublich viel zusammen geleistet und gelöst und da auch viel Liebe reingesteckt. Und ich glaube, dass diese Liebe auch immer noch da ist. Aber man braucht dann einfach auch eine Zeit, erstmal sich daran zu gewöhnen, alleine zu leben. Das ist nicht so einfach. Also ich stelle mir das auch, wenn sie eher sagt, die Liebe ist noch da und hat, glaube ich, in dem Satz danach noch 3-mal das Wort Liebe in den Mund genommen. Ist das nicht auch schwer für Sie? Ja. Ja. Ja, ist es. Ich wäre jetzt nicht an dem Punkt, dass ich sagen würde, ich bin bereit für eine neue Beziehung. Ja. Das ist einfach nicht so. Das ist noch nicht ja, so. Wir waren 25 Jahre verheiratet zu der Zeit. Diese Zeit hat ja auch, die prägt, die geht ja mit. Und ich denke, ein bisschen Zeit braucht es einfach, um auch zu realisieren, das, was war, ist so nicht mehr. Es ist was anderes. Und ich bin offen für das, was kommt. Aber es ist nicht einfach so wegzuwischen. Und es ist also ich würde auch sagen, es ist kein Happy End im Moment für uns beide. Gott sei Dank ist es überhaupt kein Ende, sondern es ist ein Prozess. Es geht weiter. Und da merke ich, du hast jetzt gerade die schwulen Väter angesprochen, die Frauen-Selbsthilfegruppe tangiert, das Gegenstück dazu. Da spüre ich schon auch sehr viel an wesentlich dramatischeren Schicksalen, als ich es jetzt für mich so erlebt habe. Und da ist das, dass ich sagen kann, ja, da ist noch Liebe zwischen uns. Das ist schon etwas Besonderes und ist auch ein Geschenk. Wie ist das, wenn Sie ihn mit seinem Partner sehen? Tue ich lieber nicht. Tue ich lieber nicht, ja. Nein, wir haben uns kurz kennengelernt und ich war noch nicht so weit. Ich bin auch jetzt noch nicht so weit. Was nicht an diesem Mann liegt und was nicht an der Partnerschaft liegt, sondern schlicht daran, dass dieses Wissen, dass Carsten schwul ist, das ist theoretisch eine Sache. Das kann ich gut akzeptieren. Aber wenn dieses Wissen ein Gesicht kriegt und wenn ich die beiden miteinander erleben soll, dann frage ich mich natürlich umso mehr, was ist da jetzt, was ich vielleicht oder was wir vielleicht nie miteinander hatten. Und das muss ich mir jetzt nicht wirklich direkt so angucken. Ja. Also vielleicht bin ich irgendwann mal so weit, aber im Moment würde ich sagen, ist okay, darum zu wissen. Ich schätze ihn, ich weiß, dass die beiden füreinander da sind und ich bin auch froh drum. Ich merke, das ist jetzt für mich einfach noch zu früh. Sie sind auf dem Weg. Sie haben gesagt, das ist kein Happy End. Mhm. Gleichzeitig merkt man ja, wie viel sie verbindet. Und die beide sprechen von Liebe. Sie haben 2 Kinder. Wie wird das jetzt zum Beispiel an Weihnachten sein? Haben Sie das schon? Naja, es ist ja nicht das erste Weihnachten, das wir jetzt nach der Trennung hatten. Ja. Das haben wir im Grunde praktisch gelöst, weil er die Abendgottesdienste hatte und wir dann einfach in Essingen im Pfarrhaus miteinander unser Weihnachtsraclette vorbereitet haben. Und wenn er rüber musste, in einem Gottesdienst sind wir dann dabei und die anderen macht er alleine. In einem hat unsere Tochter mit ihm gepredigt letztes Jahr. Das ist dann schon so eine ganz praktische Lösung.
die davon abhängt, genau, wer eben Dienst hat. Es ist auf jeden Fall toll zu sehen, wie respektvoll und ich sage es noch mal ganz bewusst auch, wie liebevoll Sie miteinander nach wie vor umgehen. Ja. Vielen Dank dafür, dass Sie da sind. Wir reden ja heute über Überraschung, Liebe. Eine Frau zu heiraten, ohne ihr jemals begegnet zu sein, ist das in Ihrer Vorstellung? Können Sie mit diesem Gedanken etwas... Fragen Sie jetzt mich. Ja. Können Sie sich das vorstellen? Nein. Ich habe mir diese Shows auch manchmal angesehen und dachte, das ist... das funktioniert doch nicht. Dass es funktioniert, ist offensichtlich der Fall. Aber ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Was sagen Sie, wenn Sie das hören? Heiraten, ohne sich begegnet zu sein? Gleich vor dem Altar zu stehen? Oder? Das hätte ich mir nicht vorstellen können. Nee. Ich fand das auch von den Sendern so ein bisschen mit der Wurst nach der Steckseite geschmissen. Da werden Leute ausgenutzt. Entschuldigung, das ist bei euch nicht der Fall. Das freut mich. Sie beide haben nämlich, Frau und Herr Fast, an einem Fernsehexperiment teilgenommen, wo genau das passiert, muss man dazu sagen. Es ist ein internationales Format, es gibt in vielen Ländern mittlerweile. In Deutschland heißt das Hochzeit auf den ersten Blick. Und mit Hilfe von Experten, auch von Psychologen und ganz vielen Fragebögen wird dann genau das gemacht. Es werden Paare zusammengebracht, die sich dann, ohne sich persönlich zu kennen, direkt heiraten. Wie sind Sie auf den Gedanken gekommen, das fragen wir uns, glaube ich, alle, da mitzumachen? Also bei mir war es in erster Linie, dass es halt mit den vorherigen Partnern nicht geklappt hat und meine Schwester so einen Anstoß gegeben hat und gesagt hat, du hör mal, also wenn du 30 bist und das nicht hinbekommst, dann möchte ich dich wo anmelden. Also die Schwester hat den Stups gegeben. Bei mir, ja. Sie hat mir natürlich nicht gesagt, wo sie mich anmelden möchte. Ich hatte gedacht, bei irgendeiner Online-Dating-Portal oder so. Genau, damit kam sie dann erst später raus. Ja. Sie hatten ja auch Beziehungen geführt, aber ich glaube meistens so anderthalb Jahre, viel länger ging es nicht. Genau, woran lag das? Was haben Sie für sich da so gedacht? Ich glaube, dass ich, dass es quasi mit der Partnerwahl angefangen hat, weil ich in einer Partnerin was gesucht habe, was ich gedacht habe, was mir fehlt. Und ich habe in mir eine Lücke gefüllt, die am Anfang dann total schön ist, wenn sie dann gefüllt ist, aber das ist nicht wirklich das gewesen, was ich gebraucht habe. War das denn am Anfang, ich stelle mir das so vor, die Schwester meldet einen an, war das denn erstmal so was Spielerisches oder haben Sie diese Möglichkeit, was dann da wirklich passiert, schon am Anfang bis zum Ende gedacht? Nein. Ich kannte das Format, das Experiment. Und ich habe mich auch mit meiner Schwester mal drüber unterhalten gehabt und habe gesagt, boah, das wäre total toll, wenn das wirklich, also wenn da jeder wirklich auch so ehrlich ist und wenn dann wirklich der perfekte Partner da rausgesucht wird, das wäre schon schön. Ne? Schon nicht also schlecht, dann kann ja im Prinzip nichts mehr schief gehen. Ja. Genau. Und es gibt ja da diesen Auswahlprozess. Welche Fragen werden denn da gestellt? Erzählen Sie mal, wie läuft das ab? Ja, also am Anfang sind es ja erstmal, wo dann natürlich so grobe Sachen abgesteckt werden, wie man sich den Partner vorstellt, was vielleicht gar nicht geht. Genau, sowas zum Beispiel. Also so menschlich, optisch, so das volle Programm. Genau. Und dann wird das natürlich immer intensiver. Also wir haben wirklich hunderte von Fragen beantworten müssen, um halt wirklich diese psychologischen Hintergründe auch dann darzulegen, sage ich mal. Genau, und dann gab es auch noch so einen Pheromon-Geruchstest. Ein Geruchstest? Wie läuft das denn? Jetzt bin ich gespannt. Steht man auf der anderen Seite und dann... nicht ganz, aber so ein bisschen kann man sich vielleicht so vorstellen. Also wir mussten 3 Tage lang das identische T-Shirt tragen. Wir durften nicht duschen, kein Parfüm benutzen. Okay. Also doch duschen schon, aber halt nicht mit Shampoo oder Deo. Genau, dass halt wirklich der Körpergeruch, die Pheromone in dieses T-Shirt gehen. Ja. Und im weiteren Prozess war es dann so, dass diese T-Shirts in Glas gemacht wurden und eben bei den potenziellen Matches, bei mir waren das irgendwie um die 10 oder so, durfte ich dann halt an diesen Gläsern. Also ich stelle mir das wirklich so vor, Sie haben das Glas wie so ein Einmachglas, da ist das T-Shirt drin und dann haben Sie geschnüffelt. Genau, und dann durfte man sich erschnüffeln. Und wie ist es dann ausgefallen, der Test? Bei mir waren das 6 Gläser und ich hatte
nicht das Gefühl, dass da der super Duft mit dabei war oder dass irgendwas überhaupt nicht ging. Ich hatte eher so das Gefühl, passt er ja oder passt er nein. Also da war keiner dabei, wo ich gemerkt habe, das passt gar nicht. Und im Prinzip geht es auch darum, das auszuschließen, wenn man sich, man sagt ja auch, man kann sich nicht riechen. Ja, ja. Wenn diese Pheromone dann wirklich gar nicht passen, dann macht das auch keinen Sinn, die beiden zu matchen. Und offensichtlich konnten wir uns riechen. Haben Sie sein Glas erschnüffelt? Oder? Also ich könnte jetzt im Nachhinein nicht sagen, okay, das ist deins gewesen, ja. Aber wir haben ja die Auswertung auch hinterher bekommen und er war bei mir auf jeden Fall relativ weit oben. Wie stellen Sie sich das vor? Ist das vielleicht die Zukunft, dass wir uns diese ganze Partnersuche sparen und Nein. Dass wir einfach uns von Experten Nein. Zuteilen lassen? Nein. Nein, das sei Gott vor. Weil? Ja, weil es da auch spannend ist, jemanden kennenzulernen und sich langsam anzunähern, als dass es so eine Designerpaarung ist. Also Herr Jung sagt so einerseits, andererseits, ja, gucke ich so. Einspruch eurer Ehren. Ja, beispielsweise bei Parship.de, Elite.de, da werden auch sorgfältige Fragebögen gemacht. Das ist ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Da wird viel mehr gefragt, als ein Paar sich in der Realität befragt. Da ist schon was dran. Also lässt sich die Liebe oder eine funktionierende Beziehung besser planen, als wir denken? Ja, ja? Da ist auch eine Prise Vernunft dabei. Ganz unbedingt. Passt du zu mir? Wie ist deine Einstellung? Hast du Spiritualität? Liebst du die Natur? Liebst du Tiere? Und es scheint ja, war das insgesamt ein seriöses Unternehmen? Ja. Vom ersten Tag an? Vom ersten Tag. Ja. Sonst hätten wir da auch beide nicht weiter mitgemacht. Also ist die Liebe eigentlich, die wir, glaube ich, oder die meisten erstmal als überraschendste und vielleicht auch verrückteste, man sieht sich nicht und heiratet, ist das eigentlich die am meisten geplante? Die Meisterklasse. Die am meisten geplante Liebe? Ja, das ist sie. Das ist die am meisten geplante. Und heute greifen so viele Menschen zu den Internetportalen. Und das ist was segensreich. Die hocken irgendwo und die Umgebung ist abgegrast. Wenn ich auf meiner Anhöhe spazieren gehe, mit einem Hund gehe, da laufen lauter so alte Männer wie ich mit dem Hund rum. Ja. Ich könnte höchstens auch die schwule Variante können. Das ist sehr schwierig. Ja. Ja. Wir haben ja jetzt gerade gehört, hier ist ja schon auch so Skepsis vorhanden in der Runde. Wie hat denn Ihr Umfeld reagiert? Familie, Freunde, was haben die denn gesagt, als Sie damit kamen? Die meisten aus meinem Umfeld haben tatsächlich gesagt, das hat mich auch überrascht, dass sie sich, wenn sie sich jemanden vorstellen, der sowas macht, dass sie sich das bei mir am ersten vorstellen können. Tatsächlich. Außer mein Vater. Ja, das ist tief blicken. Mein Vater ist auch gläubig und ein bisschen konservativ. Und er hat, wir hatten da ein Vater-Sohn-Gespräch drüber. Ich habe ihm das erzählt, dass ich mich da beworben habe. Und er sagte ihm dann zu mir, ich hätte es mir eigentlich anders gewünscht, dass du jemanden kennenlernst, aber wenn das dein Weg ist, dann unterstütze ich dich dabei. Wurden Sie denn, Sie haben gesagt, das ist, war seriös, wurden Sie denn auch aufgeklärt über die rechtlichen Konsequenzen? Weil es ist ja kein Spaß, Sie haben ja wirklich geheiratet. Es ging ja um etwas, was Konsequenzen hat. Ja, also darüber wurden wir aufgeklärt. Es gab Gespräche mit einer Rechtsanwältin, die das alles wirklich auch erklärt hat. Also wir wussten ganz genau, worauf wir uns einlassen. Aber können Sie auch die Position verstehen, die vielleicht manche haben, dass die sagen, ich empfinde das als Spiel mit einer Institution, die ja immer noch ein Gewicht hat in unserer Gesellschaft? Also es ist schon ein riskantes Unternehmen. Aber in der Liebe gibt es beides, die Rationalität und die Spontaneität. Ja, Liebe ist unendlich groß. Wie hat die Connie Francis gesungen? Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Sie wandert vom einen zum anderen. Sie nimmt uns sehr, sehr viel zu, gibt uns aber auch sehr viel. Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Also es enthält all diese Mixturen. Die Liebe ist ein Cocktail. Ja. Ja. Meine Einwände sind ja auch eher so instinktiver Natur, weil ich gebe Sie schon recht, Herr Professor, was Sie da sagen. Das kann passieren. Und ich bin begeistert, ich bin erfreut, dass es euch so gut erfreut. Geht. Erfreut, toll. Ja. Wie war das denn? Ich habe gerade vom Spiel geredet. Wie war das denn, als Sie dann wirklich erfahren haben, das ist jetzt kein Spiel, jetzt wird's ernst? Ja. Wie haben Sie das erfahren? Also der ganze Prozess von der Bewerbung bis zur Hochzeit waren 7 Monate.
Und in den 7 Monaten sind die halt immer wieder auf uns zugekommen, haben Fragebögen und weiß nicht was es waren. Also 16 Blöcke und der kleinste Block waren 50 Fragen, der größte waren 250 Fragen. Also wirklich wahnsinnig viele Fragen. Dann dieser faire Mondtest. Dann kam ein Test. Wir haben Stimmen von potenziellen Partnern gehört, wo man dann angeschlossen worden ist an irgendwelche Sachen, wo dann gemessen worden ist, wie der Körper darauf instinktiv reagiert und so weiter und so weiter. Wow. Genau. Ja. Und man kommt einfach dann von den 5000 Bewerbern, die ursprünglich dabei waren, halt immer eine Runde weiter, noch eine Runde weiter, noch eine Runde weiter. Und das erste Mal kalte Füße bekommen habe ich, als es dann hieß, dann sind wir nach Berlin eingeladen worden, also Männer und Frauen getrennt, war bei dir auch so. Ne? Ja. Man wird zu einem Workshop eingeladen, man weiß gar nicht, wie viele Bewerber da mit dabei sind. Und man denkt, ja, alle sind jetzt mit dabei. Mhm. Und dann wurde einem gesagt, es sind insgesamt noch 160 Leute dabei. Und alle, die jetzt hier sind, jetzt wird es ernst. Dann kam die Rechtsanwältin mit dazu, dann hat man die Experten, das sind ja 3 Experten mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die hat man kennengelernt und jeder hat halt in seinem Bereich die Teilnehmer sozusagen durchleuchtet und da wurde es dann wirklich ernst. Ja. Aber sag mal, ich habe so das komische Gefühl, das klingt wie KI, dass KI demnächst in der Lage ist, uns zusammen zu bringen und das Geschlecht der Kinder zu bestimmen. Und, das ist nicht weit. Also ich wünsche euch alles Gute und ich bin begeistert, dass es wirklich bei euch funktioniert. Aber ich finde es gruselig. Ja, ganz so ist es nicht. Ja, jetzt kommt wieder. Können Sie das verstehen, Herr Jung, dass es diese Abwägung gibt, dass da auch vielleicht die Angst gibt, dass sowas Urmenschliches, dass sich beschnuppern, dass sich näher kommen, dass auch Scheitern dabei, dass das vielleicht verloren geht? Der Hinweis ist gut mit der künstlichen Intelligenz, dass nach dem Algorithmus entschieden wird. Ja. Also die Liebe enthält ja auch ein saftiges Moment von Romantik. Und Romantik, Zufälligkeit, Begegnung, das ist schon was Einzigartiges. Also es ist schon ein Hochseilakt. Das klingt ja auch sehr theoretisch, aber also klar mit den ganzen Fragen und so, aber wir haben, also es gab eine Sexualtherapeutin, also die darauf beispielsweise ihren Schwerpunkt hatte, die hat natürlich dann auch genau die Beziehungen, darüber mussten wir erzählen, wie die früher waren, woran sie kaputt gegangen sind. Also es waren schon auch sehr persönliche Sachen, die besprochen wurden. Also es war jetzt nicht nur Theorie, sondern wirklich viele persönliche Sachen. Und das nehme ich Ihnen sofort ab. Jetzt haben wir so lange über das vorher gesprochen. Wie aufgeregt war es an dem Tag? Wie ging es Ihnen vorher, Ramon? Unbeschreiblich. Unbeschreiblich. Kenne ich keine Worte für. Also von aufgeregt, ich weiß gar nicht, also es gibt wirklich, ich kann es nicht beschreiben. Wie war das für Sie? Sie waren wahrscheinlich eher schon drin im Standesamt? Oder? Ja, das war ja im Sommer und es war an dem Tag irgendwie 35 Grad. Das war unterm Dach. Die Fenster mussten für den Ton zubleiben. Es war unfassbar heiß da drin. Und es ist ja immer komisch, wenn man in einen Raum reingeht, wo schon Leute drin sitzen. Und man geht allein rein und das war schon ein mulmiges Gefühl, da reinzukommen. Auf der einen Seite saßen dann Gäste von mir, auf der anderen Seite von ihr. Und man geht da rein, die saßen halt alle nach vorne und dann erstmal alle so rum, die Leute dann rumgedreht, einen dann angeglotzt. Mhm. Und man kommt sich schon total komisch davor und ist natürlich unfassbar aufgeregt. Und dann stand ich dann vorne und hab dann... Haben im wahrsten Sinne des Wortes geschwitzt. Ja, lag auch an meinem Trauzeugen, der hat zu der Zeit noch 150 Kilo gewogen und ich musste ihn nur angucken, er hat unfassbar viel geschwitzt und er hat eine Hitze ausgestrahlt. Okay. Er bringt mich um, wenn ich das jetzt erzähle, aber es war einfach unerträglich heiß. Also ich stelle mir das so vor, da die einen, da die anderen, alles wartet, alles guckt auf Sie, Sie warten auch. Wie war das dann für Sie als... Also ich wollte ja unbedingt, dass es losgeht, weil man ist im Vorfeld dann so aufgeregt. Und ich stand vor der Tür und musste auch noch ein, zwei Fragen beantworten vorher. Auch und das noch. Ich wusste gar nicht mehr, wo mein Kopf überhaupt steht, weil ich so unfassbar aufgeregt war. Und ich wusste ja, wenn ich da jetzt diese Tür aufmache, dann sind alle Augen auf mich gerichtet. Und es war dann tatsächlich so, als ich die Tür aufgemacht habe und reingegangen bin, war ich weg. Also ich konnte mich auch an viele Sachen hinterher nicht erinnern. Hinterher wurde mir gesagt, dass Musik gespielt wurde, dass Kerzen links und rechts standen. Das habe ich alles gar nicht wahrgenommen. Ich bin da wirklich rein und wusste überhaupt nicht, wo ich hingucken sollte. Und der erste Moment, wo ich in dem Raum überhaupt angekommen war, war, als ich vor ihm stand und er mich in den Arm genommen hat und gesagt hat, es wird alles gut. Wow.
Das hört sich jetzt wieder ganz schön romantisch an. Ja, ja. War's auch. Wie war das? Wie war das für Sie? Ja. Es war also tatsächlich so, dass ich ja den Vorteil hatte, dass ich schon im Raum drin war, mich an die Anspannung in gewisser Weise gewöhnen konnte. Und als ich sie habe reinkommen sehen, habe ich direkt gemerkt, dass sie völlig überfordert ist von der Situation, von dem Raum und dass, wie erschlagen sie war. Und sie hat halt so auf den Boden geguckt und hat mich kurz angeguckt, wieder auf den Boden und hat versucht, einfach den ganzen Raum erstmal wahrzunehmen. Und ja, und dann war das einfach ein Grundbedürfnis, sie erstmal an die Hand zu nehmen und dann in den Arm zu nehmen. Und ich habe versucht, sie so ein bisschen abzuholen. Ne? Und das war der Moment quasi, wo sie, war da schon eine Verbindung da? Das war der Moment, wo diese Verbindung entstanden ist, ja. Und dann irgendwann kam das Ja und der Kuss? Ja. Ja. Und wie war der Tag dann so von Ihrem Empfinden? Ich glaube, schöner hätte eine Hochzeit nicht sein können. Es haben sich alle super verstanden, die Familien haben sich toll verstanden, wir haben richtig schön gefeiert, also es war, ja. Es war ein Traum. Ja, wirklich eine Traumhochzeit. Nur muss man dazu sagen, dass das bei dem Format lange, lange, lange nicht immer so läuft. Ja? Also es ist natürlich so, dass bei vielen das dann auch nicht funktioniert. Aber bei Ihnen hat es ja funktioniert. Wie waren dann aber die nächsten Wochen? Das eine ist dieser Tag, Überwältigung, dieser erste Moment. Gab es da auch mal ein Knirschen? Gab's da, wie haben Sie die nächsten Wochen erlebt? Sie lachen schon wieder so. Ja, also es war nicht einfach und es war auch nicht immer alles toll. Mhm. Das ist genau das, man kennt sich halt nicht und man darf viele Dinge erst aneinander entdecken und auch damit umgehen lernen, wenn es halt vielleicht nicht das ist, was man vorher aus vorherigen Beziehungen kannte. Oder Also Sie haben schon gemerkt, es ist anders als vorher, als in den anderen Beziehungen? Da ist irgendwas anders? Ja, ist es, und das hat ein paar Monate gedauert, bis wir das verstanden haben, weil wir beide bei der Partnerwahl nach einem bestimmten Muster gegangen sind, was uns gar nicht bewusst gewesen ist, weil wir halt beide irgendwo versucht haben, eine Lücke zu füllen, weil wir nicht mit uns selber im Reinen waren. Und das hat mal jemand anders der Treffen formuliert. Und zwar bei dem Experiment kriegt man nicht, dass man nicht das, was man will, sondern was man braucht. Und das war am Anfang halt sehr verunsichernd für uns beide, weil wir beide halt gar kein Verliebtheitsgefühl hatten. Keine Verliebtheitsgefühl? Nein, haben wir nie gehabt. Aber das hat uns natürlich, wie gesagt, verunsichert, weil wir halt einfach das aus den vorherigen Beziehungen halt anders kannten. Und wir haben gedacht, da fehlt doch irgendwas, wir vermissen das. Warum ist das nicht da? Stimmt irgendwas nicht? Bis wir danach, nach Monaten, dann gemerkt haben, es war gut, dass das nicht da war, dass wir dadurch nicht irgendwie verblendet worden sind, sondern dass wir uns wirklich auf das Wesentliche konzentrieren konnten. Und da ist dann quasi direkt mit der Berührung diese tiefe Verbundenheit und später dann daraus Liebe geworden, einfach dann immer weiter gewachsen. Also Sie haben das Verliebtsein sozusagen übersprungen. Genau. Das hört sich ja spannend an. War denn diese körperliche Zuneigung und Anziehungskraft, die war aber da? Also Sie konnten sich gut riechen und so weiter. Ja. Ja, die war also, da. Die war da. Ja. Ja, das ist doch schon mal, wichtig. Ja. Sollten wir vielleicht oder suchen wir vielleicht zu oft den Partner, mit dem es am Anfang funkelt, mit dem wir Leidenschaft erleben und zu wenig den, mit dem wir gut leben können? In der Tat, die Leidenschaft ist am Augenblick der hormonelle Schub und, die andere, und auch die Romantisierung des Partners. Goethe sagt mal so schön in seinem skandalösen Eheroman Wahlverwandtschaften, sagt er, wir lieben nicht den anderen, sondern unsere Vorstellung vom anderen. Wir stülpen sie über ihn herum. Also das ist natürlich einwandfrei die Gefahr. Übrigens schön, dass sie sich noch so gern küssen. Ich sage als Paartherapeut immer, küssen kostet nichts. Küsst euch morgens, mittags, abends. Tut es wundervoll. Wunderbar. Ja. Ihnen lag gerade noch was auf der Zunge, habe ich gemerkt. Was habe ich? Ihnen lag gerade noch so was auf der Zunge. Ja, nee, ich wollte, das haben Sie gerade schon vorweggenommen. Was wäre denn gewesen, wenn die Pheromone nicht gestimmt hätten? Ja. Und die zweite Frage: Hattet ihr denn noch die Chance, als ihr reingekommen seid, zu sagen, wenn auf die Frage des Standesbeamten oder des Pastors, willst du ihn und so? Nee. Wir hätten einen sagen dürfen. Ja. Ja. Ah, ja.
Also wir wurden ja auch nicht zu der Unterschrift gezwungen oder so. Nein, nein. Das ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen. Das ist ja eine Form von arrangierter Ehe, wenn man so will. Ja. Aber freiwillig kann man ja nicht vergleichen mit einer Zwangsehe jetzt. Naja. Also das muss man davon schon grob unterscheiden. Also noch im 19. Jahrhundert sind Ehen weitgehend im Adel wie im Bürgertum arrangiert worden. Die armen Könige. Viele haben gehalten und manche waren Katastrophen. Effi Briest, Anna Karenina, Madame Bovary, die großen Romane, die dann mit den falschen Männern, die Mädchen, sie waren meist noch Mädchen verheiratet worden, dann gab es Katastrophen. Das war zu viel Arrangement. Ja, die meisten, ja. Jetzt haben Sie ja beschrieben, Sie haben ewig lange Listen mit Fragen bekommen und so weiter. Haben Sie eigentlich irgendwann auch die Auswertung gekriegt? Ja, die haben wir bekommen. Und hat Sie das interessiert, da mal so zu stöbern und zu blättern? Und auf jeden Fall. Da hat es dann auch wirklich Klick gemacht, warum wir gematcht worden sind. Ah. Da sind uns Situationen aufgefallen, wo Ramona mir was gegeben hat oder wo es mir klar geworden ist, warum, was Ramonas Stärken sind, was mir in vorherigen Beziehungen gefehlt hat. Und das war, von da an ging es quasi dann lieb's. Also blättern Sie da auch manchmal noch mal so drin? Und in letzter Zeit nicht mehr, aber... aber zu Beginn, um das so zu durchdringen sozusagen? Ja. Ist ja wirklich spannend. Ist es so, brauchen wir vielleicht häufiger eine Art Bedienungsanleitung für unsere Beziehung? Wir gehen so unerfahren gehen wir in die Beziehung. Lili Palmer, die hat mal eine Autobiografie geschrieben, diese große, als Jüdin vertriebene Schauspielerin, dicke Lili, gutes Kind. Und dann sagt sie an einer Stelle, wir kriegen beim Standesamt ein verschlossenes Schreiben überreicht, dass wir erst auf hoher See aufbrechen dürfen. Ja. Und da ist natürlich drin, wie schwierig es ist und wo wir verschiedene Charaktere sind und dass wir auch nie kongruent deckungsgleich sind. Und dass da immer auch Differenzen bleiben. Die Liebe ist kein Zauberstab, der jeden Wunsch erfüllt. Aber das verstehe ich jetzt nicht so ganz, weil ich merke ja, wenn ich in eine Buchhandlung gehe, es gab noch nie so viel Ratgeber für jeden Kram, vor allem nicht für Eheberatung. Also ganz ehrlich, also Partnerschaftsbücher gibt es ja in Massen. Und ich meine, ich traue ja auch Paare und dann denke ich manchmal auch so, die kommen manchmal und haben diese Literatur durchaus schon gefressen. Und dann denkst du, oh nee, ne? Überrascht euch doch noch ein bisschen, das wäre doch auch mal ganz schön. Carsten, ich denke, die tiefen Probleme von Paaren, die kommen erst im Laufe der Jahre raus. Ja. Schmerzen aus der Kindheit, eine Vaterwunde, eine Mutterwunde, eine negative Geschwisterkonstellation, religiöse Tresur und, was mitbringt. Das ist meist eine längere Geschichte. Mhm. Da wird es schmerzhaft, da kommt der Realitätsdruck, das dann auch gemeinsam zu bearbeiten. Libidinöse Tresur, was haben Sie gerade? Religiöse. Religiöse. Also Sexualität beispielsweise. Ja. Paare bringen völlig unterschiedliche sexuelle, auch Beziehungsgeschichten mit, die erst später wirklich deutlich werden. Bei Ihnen ist es ja auch weitergegangen. Seit letztem Jahr sind Sie Eltern. Ihr Sohn wurde geboren. Ja. Gratulation auch dazu. Ich meine, es ist eigentlich eine rhetorische Frage, weil es ändert sich eigentlich bei allen was. Aber hat sich auch bei Ihnen da was verändert in der Chemie oder in der Beziehung? Ja, ich meine, der Tagesablauf ist jetzt natürlich ganz anders. Die Gewohnheiten haben sich geändert. Der eine kümmert sich mehr darum, der andere kümmert sich mehr darum. Und am Anfang war es manchmal ein bisschen schwierig, dann einfach zu schauen, wie machen wir es jetzt so oder so, was ist uns jetzt wichtig. Ich denke, das werden die meisten Eltern kennen, egal wie man sich kennengelernt hat. Aber die Basis ist, da hat sich gar nichts dran verändert. Nein. Ist es für Sie eigentlich manchmal selbst überraschend, dass es so gut mit Ihnen geklappt hat? Auf jeden Fall. Auch heute noch. Ja. Das ist ja der Wunsch gewesen, warum wir uns angemeldet haben, dass eben genau das passiert. Aber dass das passiert, damit hat, glaube ich, keiner von uns vorher gerechnet. Dann genießen Sie dieses Geschenk. Ja. Alles Gute weiterhin. Was sind denn
Ich meine, wir haben gerade über diese Bedienungsanleitung gesprochen. Was sind denn die wichtigen Parameter, dass eine Beziehung funktioniert? Kommunikation, Verhandlungen miteinander, Wahrhaftigkeit, Treue, Probleme nicht zu umkreisen, miteinander auch zu reifen. Aus der früheren Disco Queen wird plötzlich eine Mutter und aus dem suizidalen Motorradvater wird ein Vater. Das sind tiefgreifende Veränderungen, die immer auch Schwierigkeiten mit sich bringen. Also sie sprechen, sprechen und nochmal sprechen. Sehr oft ist das sprachlose Paar. Und wenn ich nicht spreche, erfahre ich vom anderen nichts. Er ist ein anderer. Der wird nie deckungsgleich sein wie ich. Wenn wir über Überraschung, Liebe sprechen, wie wichtig ist es, sich auch zu überraschen in einer Liebe? Immer mal wieder neue Dinge zu erleben? Ja. Dinge auszuprobieren, die Faszination des anderen zu begreifen, auch mal zu begreifen, der andere ist mir ein Entwicklungshelfer, was lerne ich von ihm und was kann ich ihm geben, das sind so wichtige Dinge. Meine verstorbene Frau, die hat mir sehr viel Klarheit gegeben, die war klar wie ein Bergsee. Dann habe ich sie gefragt, was gebe ich dir eigentlich, du bist 10-mal so lebenstüchtig. Dann hat sie gesagt, du gibst mir die Lebensfreude, du bist mein Playboy, wunderschön. Herr Schöne, man kennt Sie vom Musical her, aus Jesus Christ Superstar. Sie sind Schauspieler, Sie sind Musiker, Sie sind mit Raumschiff Enterprise geflogen, mit Raumschiff Surprise geflogen. Sie leihen Mickey Rourke Ihre Stimme, Willem Dafoe Ihre Stimme. Und Sie sagen, dass Sie ein besonderes Liebesgame haben. Wie haben Sie früher geliebt? Das erste Mal habe ich mich verliebt, da war ich 6. Oh, ja. In wen? Jetzt hätte ich einen kleinen Lacher erwartet. Nein, und zwar folgendes. Ich konnte, war des Schreibens gerade mächtig, mit Bleistift und vielen Radiergummis schrieb ich mein geliebtes Schätzchen, einen kleinen Liebesbrief. 100 Meter weiter wohnte sie und unterwegs habe ich den Brief verloren. Oh. Das passiert mir heute noch, dass ich Dinge, gib mir irgendwas in die Hand und heb das auf. Nach 5 Minuten ist es weg und ich frage, wo ist? Meine Band hat dann mal irgendwann gesagt, Reini, du wirst noch fragen, wo ist mein Arsch? Ich frage immer erst, wo ist. Also mein Bruder fand diesen Brief und las und sagte, hey, mein geliebtes Schätzchen, und zog mich auf. Das zweite Mal verliebte ich mich ein Jahr später in Sonnhild Branko, die Tochter des Apothekers. Wir gingen botanisieren, macht heute zum Glück kein Mensch mehr. Da werden Raupen irgendwo eingesperrt, Schmetterlinge und Blätter abgerissen. Also der Apotheker wollte uns die Natur näher bringen, hatte aber relativ wenig Respekt vor Gottes Kreatur. Und Sonja, war das Objekt der Begierde. Und ich wollte sie ins Gebüsch zerren und küssen. Habe ich natürlich nicht gemacht. Und so ging das durch meine gesamte Kindheit, durch immer mal wieder. Aber heißt das, wenn Sie sagen, Sie haben dieses Gen, sich schnell zu verlieben, heißt das dann auch, wenn man die Geschichte jetzt vom Schätzchen über all die anderen fortsetzt, dass Sie auch gebrochene Herzen hinterlassen haben? Ja, leider. Weil Liebe ist Arbeit. Ja. Eine Beziehung ist Arbeit. Ohne miteinander zu reden, grollend ins Bett gehen, geht nicht. Ja. Man muss miteinander reden. Und wenn ich das Gefühl hatte, es funktioniert nicht mehr, dann war mein Herz frei. Eine gefährliche Situation, weil dann habe ich mich wirklich ganz schnell wieder verliebt. Das passierte. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Machen wir das mal an einem Beispiel klar. Sie haben in den 70ern Brigitte geliebt, eine ihrer großen. Brigitte war die größte Sünde meines Lebens. Weil? Weil ich ihr gesagt habe, ich habe meine frühere Freundin, die Ina, angerufen und habe gesagt, betrunken, ich von einer Telefonzelle, ich glaube, die Beziehung mit Brigitte geht zu Ende. Woran merkst du, dass sie spricht nicht mit mir? Es ist nicht mehr dasselbe. Und sie redet aber nicht mit mir. Und dann habe ich mich mit meiner Partnerin in die Sascha verliebt. Ein irrsinnig intelligentes, spontanes, wunderbares Mädel, eine Frau. Und es passierte, weil mein Herz leer war. Und dann habe ich 14 Tage lang, wir haben zusammen gedreht, das war während einer Drehzeit, der Aufsteiger. Und da habe ich gedacht, und ich hatte solche Bauchschmerzen, mir ging es genauso wie dir. Ich habe gedacht, wie bringe ich es ihr bei? Und dann habe ich es ihr relativ schonungslos beigebracht, nicht sehr sensibel. Und jetzt war sie so verletzt, weil ich habe Lieder geschrieben für sie. Es war immer jeden Morgen, guten Morgen, ich liebe dich. Es war aus heiterem Himmel, brach Rainer mit
42 oder 40 war ich, nee, ich war 35, also nicht mehr ganz 18 oder so, ein. Und dann der schlimmste Moment meines Lebens war damals, als sie mit hängenden Schultern in die U-Bahn stieg und verschwand. Und das habe ich gedacht, was habe ich ihr angetan? Das war ganz furchtbar. Arbeitet das bis heute? Bis heute. Es ist nie aufgeklärt worden. Mhm. Weil wir haben oft telefoniert miteinander. Inzwischen ist der Kontakt aber abgerissen. Sie ist wieder verheiratet. Und ich glaube, ihr Mann will nicht. Ich meine, inzwischen ist sie auch 60 und ein bisschen älter. Und offensichtlich hat sie von allen ihren Freunden getrennt. Und ich will das aber irgendwann mal aufklären, weil in all den Jahren, in denen wir mal telefoniert haben, uns mal sporadisch vor vielen Jahren gesehen, hatte ich nie die Eier zu sagen, jetzt möchte ich mal um Verzeihung bitten. Und das ist nicht aufgeklärt. Mhm. Und das arbeitet? Ja, es arbeitet. Ich habe das jetzt durch die Schreibereien im Kapitel auch gemerkt, das ist nicht vorbei. Das muss aufgeklärt werden. Es ist nicht, dass die Liebe nicht auch, sondern der Schmerz, den ich ihr zugefügt habe. Und ich habe nie sie um Verzeihung bitten können. Ist es so, dass es häufig vorkommt? Also wir verlassen Menschen, wenn es nicht mehr so ein Selbstgänger ist, wenn es schwierig wird. Naja. Aber die Verletzungen, die wir dann verursachen, die bleiben auch in uns? Die bleiben, wenn sie nicht aufgearbeitet werden. Ich bin sehr dankbar für dein Wort. Die Liebe ist Arbeit, sie ist Knochenarbeit. Ja. Und dann das mit dem Verzeihen ist ein zweiter, um Verzeihung bitten, ganz wichtiger Schritt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ein realer Brief zu ihr, wobei die Frage ist, ob sie das beantworten kann, wie der Mann reagiert. Es gibt eine zweite Möglichkeit, einen imaginären Brief zu schreiben, also der nicht geschickt wird, aber indem ich nochmal sage, es tut mir leid, ich habe Schuld auf mich gelegen. Ja. Es war eine Esel. Und ich war einfach unreif noch damals. Wir sind doch auch, natürlich, wir lieben und wir verletzen uns. Und wir werden verletzt. Ich glaube, das liegt auch daran, weil wir so nah beieinander sind, wenn wir uns lieben. Ja. Dann ist es ja logisch, dass man sich schon relativ schnell verletzen kann. Man kennt ja auch die wunden Punkte. Genau das. Und ich muss ehrlich sagen, wir würden wahrscheinlich nicht miteinander mehr Kontakt haben. Oder es wäre viel, viel schwieriger, wenn nicht irgendwann dieser Moment der Vergebung gekommen wäre. Also wo ich auch um Vergebung gebeten habe. Ganz und sie auch gesagt hat, das ist jetzt auch wirklich gut. Und die haben Sie nicht bekommen, weil es noch nicht aufgearbeitet ist. Weil es nicht aufgearbeitet wurde, ja. Mhm. Sie haben ja noch eine zweite Ehe gehabt mit Francesca. Mhm. Wie ist die auseinandergegangen? Die ist auf die gleiche Art und Weise auseinandergegangen. Ich habe Weihnachten 98 in Amerika. Wir haben uns wunderbar ergänzt. Sie ist eine wahnsinnig tolle Sängerin. Und sie hat auf meinen Platten und ich auf ihren Platten gesungen. Und das war, wir haben uns sehr, aber sie hatte, die Karriere, die sie verdient hätte, hat nicht funktioniert. Sie hätte eine Weltkarriere machen können und aus tausend einem Grund hat es nicht geklappt. Und sie sank immer mehr in sich zusammen und sie war natürlich sehr depressiv dadurch. Und irgendwie wurde es immer weniger. Und ich habe Weihnachten, als wir in Texas waren, wo sie zu Hause, also wo ihre Eltern wohnten und ihre Geschwister, da habe ich gedacht, das ist das letzte Weihnachten, was wir zusammen feiern. Und das nächste Weihnachten haben wir schon nicht mehr zusammen gefeiert. Mhm. Und mein Herz war leer, die Beziehung war zu Ende. Und dann habe ich Jedermann gemacht, in Berlin im Dom. Und lernte meine Maskenbildnerin, die Anja, inzwischen die Mutter meiner Kinder, kennen. Und ich merkte, dass ich mich in sie verliebe, aber um Himmels Willen. Ich wohne in Amerika, sie wohnt in Deutschland und habe mich da sehr gebremst. Und dann habe ich sie gefragt, wie alt bist du eigentlich? Und dann sagt sie, schätze mal, dann habe ich gesagt, 23, sie sagt 19. Und da erschrak ich. Und sie fragte mich, und wie alt bist du? Und ich sagte, schätze mal, 45. Und ich war 56 oder 57. Und war das auch ein Muster, die jungen Frauen? Ja, das ist sicher richtig. In meinen 20s hatte ich zwei langjährige Beziehungen bis Anfang 30 mit wunderbaren Frauen, die 12 und 15 Jahre älter waren als ich. Und ich habe sehr viel von ihnen gelernt. Bis heute gebe ich einer Frau einen Handkuss. Das habe ich von der Irmgard gelernt. Und das mache ich heute noch, komme damit aber gut an. Aber und irgendwann kippte das dann um, als ich Brigitte kennenlernte, weil ich, irgendwann hat es dann doch nicht so gepasst. Was? Und die Beziehungen in der DDR gingen auseinander, weil ich abgehauen bin. Ich bin weg und dann war es
naturgemäß. Aber wenn Sie diesen Altersunterschied ansprechen, was gibt uns das auch? Frage ich jetzt erstmal, egal welchen Geschlechts wir sind, Beziehungen mit deutlich jüngeren Partnerinnen oder Partnern? Es ist oft ein Geschenk auf beiden Seiten, aber es wird individuell entschieden. In dem Fall, die Frau bringt ihre Jugendlichkeit, ihre Frische mit rein. Es werden auch Kinder geboren und umgekehrt hat sie einen erfahrenen Partner. Das kann ein großes Geschenk sein, aber es birgt auch ein Risiko. Die Scheidungshäufigkeit ist höher. Weil dann die Lebenssituation oft zu sehr auseinander sind? Auch immer älter werden. Die nächste Frage wäre ja gewesen, oder von Ihnen, was hält mich oder was hält uns zusammen? Und nehme ich mal an, oder was Ähnliches. Ich hätte was anderes gefragt. Aber Sie können sich ruhig selbst was fragen. Dieses Mädchen, unser Anfang war sehr raff. Wir kommen nach Hause. Ja. Die Beziehung mit Francesca war zu Ende. Das war auch nicht so ganz einfach für Sie. Ich habe dann einen tierischen Hypertonus gekriegt, weil plötzlich war das Haus weg, die Ehe war. Es war alles mein Leben am Anfang für dieses junge Mädchen war ein Chaos. Jedes andere Menschenkind würde sagen: Screw that, das ist mir jetzt too much, ich haue ab. Das hat sie nicht gemacht. Ich lag 3 Tage im Krankenhaus mit einem tierisch hohen Blutdruck, weil ich plötzlich war, mein ganzer amerikanischer Traum war zerschossen. Und es war alles kaputt, was ich mir erträumt hatte. Sie lag 3 Tage neben mir. Und ich war nicht sicher, ob ich da durchkomme. Das ist schon stark. Das bindet auch. Ja. Ich glaube, der Dank, den hören wir alle. Und der kommt auch bei Ihnen an. Ich habe ja heute versprechen müssen, dass ich nicht weine. Aber ich bin ja so ein sentimentaler Hund. Und so ein Gefühlsmensch. Ich kann auch vor der Kamera auf Kommando weinen. Aber ich bin sehr gefühlsbetont. Und wenn mir die Tränen kommen, dann komme ich immer. Entschuldigung, wo ist meine Kamera? Entschuldigung, Anja, mir kommen halt die Tränen, wenn ich über dich spreche, wie stark du bist. Ich liebe dich. Sehr schön. War das? Ich meine, wenn ich das so höre, Sie haben ja auch vorher geliebt und da war Leidenschaft und da war viel. War das auch dieses Gefühl, da ist ein Mensch, der wirklich zu mir steht? Immer. Gerade auch, wenn es hart wird? Immer, ja. Man glaubt doch, besonders wenn man heiratet und vor Gott heiratet, 3 Ehen vor dem Herrn also geschlossen, das hält für immer und man will das ja auch. Aber wenn es dann doch nicht geht, dann... Hat sie Sie überrascht auch? Was hat sie Sie überrascht, dass sie so da war? Ja. Ja? Ja, das ist, das hat mich sehr überrascht. Also in dem Moment hat es mich nicht mehr überrascht. Im Nachhinein merkte ich, boah, was für eine starke Frau, was sie aushält mit mir. Sie haben dann geheiratet. Und mit Mitte 60 sind Sie zum ersten Mal Vater geworden. Wie war das denn, als Anja Ihre Frau mit der frohen Botschaft Sie überrascht hat? Oder wie war die Situation? Sie hat mich überrascht. Und zwar kam sie zu mir mit einem paar Babyschuhen und einem Ultraschallbild. Und wir haben uns jahrelang ein Kind gewünscht. Und irgendwie war es denen dann nicht so. Und meine Mutter hat irgendwann mal gesagt, da war sie schon Urgroßmutter seitens meines Bruders, der sehr früh Kinder gekriegt hat und geheiratet hat. Das hat ein Leben lang auch gehalten. Und dann hat sie gesagt, nun wird's mit ihrem süßen Thüringer Zungenschlag, nun wird sicher auch nicht mehr mit dir. Und 3 Jahre später wurde sie Oma, aber nun war sie dann leider doch im Himmel. Sie wäre wahrscheinlich 100 geworden, wenn sie das noch erlebt hätte. Und dann kam plötzlich... ein paar Babyschuhe und ich war im Himmel. Ja, es war wirklich ein Gottesgeschenk, dieses Geschöpf. Besonders nachdem nun auch noch Luise geboren wurde und wir ein zweites Kind haben. Mhm. Es ist rund. Vielen Dank dafür, dass Sie da sind. Dieses ein Kind zu bekommen und das als Erfüllung zu sehen, hat das so was Existenzielles, was da in uns angerührt wird, wie wir gerade auch gesehen haben? Ich denke, das schmiedet ein ganz tiefes Band und da treiben wir Pfahlwurzeln in das Sein hinein. Wir sprechen jetzt noch mal über ein ganz anderes Lebens- und Liebesmodell. 4 Menschen wohnen und tanzen miteinander, haben insgesamt 4 Kinder und leben derzeit zu 8 in einer Wohnung. 3 aus dieser Gemeinschaft begrüßen wir heute im Nachtcafé. Wir sind gespannt auf Clara, auf Imogen Betz und Shaduam Pasqualini. Herzlich willkommen im Nachtcafé. So,
Ist es richtig, dass Sie sich über einen Tanz eigentlich kennengelernt haben? Dieser Tanz, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, deshalb glaube ich, machen Sie es besser. Wie heißt er? Fauxhaw. Fauxhaw. Genau. Und haben Sie also ihn auch darüber kennen und lieben gelernt, kann man das so sagen? Wir haben uns auch darüber kennengelernt, genau. Kann er gut tanzen? Ja, definitiv. Er macht das schon seit vielen Jahren, ist seit sehr lange Tanzlehrer. Und ja, man fühlt sich sehr gut aufgehoben, wenn man mit ihm tanzt, egal welches Niveau man tanzt, man fühlt sich, als könnte man tanzen. Aber das ist wegen Fauxhaw, ne? Nicht wegen mir. Also Fauxhaw ist der leichteste Tanz der Welt und da kann jeder lernen nach ein paar Minuten. Und deshalb ist es das Haupttanz Brasiliens, ja? Und der Fauxhaw bedeutet an sich fürs Volk oder für alle oder erreichbar. Und das heißt, es ist so ein Tanz, das wurde tatsächlich gedacht, dass wir uns Menschen einfach verstehen können miteinander. Ja, dann verstehen wir uns jetzt alle und fühlen uns schon mal ein, denn wir schauen mal kurz rein. Ich glaube, Sie beide, Clara und Herr Pascalini, Sie tanzen gleich auch noch miteinander und dann genießen wir die Bilder jetzt etwas. Was hat das Besondere, was ist das Besondere, wenn Sie das noch weiter ausführen? Erste Punkt, also das ist nicht so ganz die Musik, die zuvor getanzt wird. Das war irgendwelche Musik, die irgendjemand gewählt hat. Da zum Beispiel tanze ich als Follower, ne? Natürlich viel spielerisch mit Clara, weil wir uns zusammen sind. Aber das ist eben das Ding. Also vorher ist nicht so, ich bin ein Mann, ich werde immer Leader sein, sondern es ist, ich kann als Leader, kann ich als Follower, kann das zwischen. Also jeder kann führen in dem Tanz. Genau. Jetzt führen Sie ja eine offene Beziehung. Ist das bei Ihnen da ähnlich oder gibt da einer den Ton an oder eine? Wie ist das? Tatsächlich hat sehr viel Parallelen vorher und offen zu leben, weil jeder von uns ist ein selbstständiger Mensch, der ganz für sich quasi selbstbestimmen kann. Genau. Und man passt sich aber natürlich an und man reagiert und genau. Und gleichzeitig wollen wir ja verstehen, auch wie sie zusammenleben. Ne? Vielleicht gucken Leute drauf und denken, ja, die tanzen miteinander, dann leben die mal kurz miteinander und dann gehen sie wieder raus. Aber so ist es ja nicht. Also Sie haben ein Kind mit Ihnen und Sie haben ein Kind. Es gibt eine dritte Frau, die hat zwei Kinder mit Ihnen. Sie leben also zusammen. Wie gesagt, vier Erwachsene, vier Kinder. Ist das schon eine Gemeinschaft, die auch auf Dauer, auf Zukunft angelegt ist? Ja, natürlich. So, das, wie es eben sich gebildet hat, ja. Also, wenn man versteht, also wir haben selbst mal verstanden, also okay, ich habe viele Beziehungen gehabt, war immer kompliziert, irgendwie, bei denen war auch irgendwie ähnlich. Und dann waren wir auf der Suche schon nach irgendwas anderes, so, ne? Und da haben wir uns nicht so direkt alle getroffen, ne? Aber natürlich war schon in der Luft diese Verhältnisse von, ja, mit Fauxhaw, man sieht, das ist alles schon so eng und zusammen, das heißt, wird ganz einfach zu Eifersucht führen. Und das ist auch in Brasilien sehr bekannt, ne? Dass wenn du einen Partner hast, normalerweise wird es nicht so gut angesehen, dass du dann zu Fauxhaw gehst, weil das ist ein Ort, wo tatsächlich Begegnung entsteht. Sehr nah ist bei dem Tanzen. Nah ist eben nicht so das Problem, sondern es ist ein Begegnungsort. Ja. Ne? Sie haben, glaube ich, auch, Clara, ja vorher schon Beziehungen gehabt, Zweierbeziehungen. Haben Sie da was vermisst oder hatten Sie das Bedürfnis, es anders zu leben da schon? Nee, tatsächlich nicht. Also ich hatte ganz klassische Beziehungen davor und habe das damals gar nicht hinterfragt. Oder ich wusste gar nicht, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Dann haben Sie ihn kennengelernt. Wie intensiv ist das dann auch schnell geworden? Ja, ziemlich schnell. Also ich fand es sehr interessant und habe es mir dann natürlich erstmal angeguckt. So schon aber das ist dann schnell. Also hat er Ihnen auch schnell gesagt, da sind noch andere und hat Ihnen das beschrieben. Wenn Sie so sagen, ja, Sie haben das vorher anders gelebt, vielleicht auch gar nicht irgendwas vermisst, war das schon auch so ein Moment, Sie haben Eifersucht angesprochen, dass Sie, ja, dass da schon das Gefühl war, ach, ich hätte ihn auch gern für mich allein? Also Jado habe ich so kennengelernt. Also es war eigentlich klar, dass, wie die Situation ist. Im Verlauf natürlich hat man mit dem Gefühl zu tun, man muss sich einfach mit den Gefühlen, die dann kommen, auseinandersetzen. Und da war natürlich auch Eifersucht dabei,
Wie war das bei Ihnen? Sie hatten vorher auch Beziehungen, aber ist es richtig, dass Sie sich da eher eingeengt gefühlt haben in diesen klassischen Beziehungen? Kann man das so sagen? Also ich würde es gar nicht klassisch sagen, sondern geschlossenen Beziehungen, weil das ist genau der Unterschied zu offen leben. Ja. Und ich habe tatsächlich, also ich habe sehr schöne Beziehungen gehabt, aber irgendwie war es schon immer so ein bisschen mein Problem, das ich mir nicht vorstellen konnte, dass ich nur mit diesem einen Mensch für den Rest meines Lebens nur mit dem zusammen bin. Ja. Weil ich wusste, ich werde auf jeden Fall viele Menschen kennenlernen wollen, weil ich, ja, und... ja, deshalb kam das für mich nie so in Frage. Wie war das dann, als Sie ihn kennengelernt haben? In was haben Sie sich verliebt, wenn man so will? Ja, in den Menschen natürlich. Und mich hat schon einfach diese Idee oder die Art zu leben, halt einfach offen zu sein und wirklich mit mir selbst sein zu können. Also eigentlich geht es gar nicht so sehr, für mich geht es gar nicht so sehr um die anderen Menschen auch natürlich, aber vor allem um dieses Gefühl von, okay, ich bin einfach ich und ich kann nicht selbst sein und ich werde niemals irgendwas machen können, was dann nicht okay ist für die Menschen um mich herum und wegen dem ich dann nicht akzeptiert werde. Ja. Sondern egal, was ich, also solange ich halt andere, die Menschen um mich herum respektiere und ja, einfach für die Gemeinschaft quasi lebe. Und wie war die erste Begegnung? Ja, schön. Ich habe mich wirklich sehr, sehr verstanden und sehr, ja, einfach gefühlt, dass Menschen um mich herum sind, die Interesse haben, mich kennenzulernen und wirklich sich freuen, einfach neuen Menschen kennenzulernen. Wie sehr ist Liebe oft auch verbunden mit diesem Wunsch nach Exklusivität, Herr Jung? Das ist sicher ein Grundbedürfnis, dass wir gehalten werden. Und du bist der Mittelpunkt meines Lebens, ich bin der Mittelpunkt deines Lebens. Das sichert uns etwas von dieser existenziellen Unsicherheit der menschlichen Existenz ab. Gleichzeitig haben wir natürlich auch sozusagen zentrifugale Kräfte, Sehnsüchte, erotische Ambitionen. Und die werden meistens in der Monogamie, wird die einfach gnadenlos unterdrückt. Ist es denn normal, dass dann auch Eifersucht eine Rolle spielt? Aber ja. Ja. Also was Sie da betreiben in der Polyamorie, das ist natürlich die hohe Schule der Beziehung, mit der Eifersucht umzugehen. Mein Gott, was sind wir alle eifersüchtig. Das ist ein Riesenproblem. Ich werde nicht mehr richtig geliebt, ich bin nicht mehr attraktiv für mich und wir bewachen uns wie Polizeischäferhunde. Herr Schöne, Sie wollten auch was loswerden, ja. Ja, hat natürlich schon völlig recht. Weil ich habe mal mir eine Beziehung kaputt gemacht durch Eifersucht. Mhm. Und danach habe ich mir geschworen, ich habe dieses Mädel gestalkt, telefonisch. Und das ging überhaupt nicht. Und dann war ich aber wiederum der dann die Reißleine gezogen hat, weil ich gesagt, das geht alles überhaupt nicht. Und dann habe ich beschlossen, Eifersucht aus meinem Leben zu streichen. Und dazu muss man erst mal hinlieben. Das muss man erst mal mit der Liebe schaffen. Man besitzt doch den anderen Menschen nicht. Genau. Das ist nicht mein Eigentum. Ja. Verstehst du? Und ich habe tatsächlich Eifersucht aus meinem Leben weitgehend gestrichen. Weitgehend war vielleicht noch ein wichtiger Zusatz. Nein. Das sage ich euch nur euch zuliebe, weil ihr mir das nicht glaubt. Ich bin nicht eifersüchtig. Wie ist das bei Ihnen, Schauber? So, etwas, das man verstehen muss, ist erstmal dieses Exklusivitätsgefühl, das Herr Jung gesprochen hat. So, dieses Exklusivitätsgefühl sucht man erst, wenn man geschlossen lebt. Und eben der Unterschied zwischen geschlossen und offen leben ist nicht so, oh, ich will offen leben, ich lebe. Nein, sondern du hast etwas verstanden, dass du willst nicht jemanden besitzen, du findest das tatsächlich falsch. Mhm. Die offene und geschlossene Beziehung werden erstmal entschieden innerlich. Mhm. Wenn einer entscheidet so, okay, ich will nicht mehr in diesen Weg gehen, wo ich benutze Menschen, bis es nicht mehr geht und dann ich tausche die Menschen und so, sondern ich akzeptiere, jeder Mensch wird ein Teil von mir. Und Sie haben ja gesagt, jeder hat seine Geschichte, jeder kommt woher, wir begegnen Menschen. Ne? Sie kommen aus Brasilien, sind dort aufgewachsen, sind bereits früh Vater geworden mit 16. Ein Jahr nach der Geburt Ihres Kindes ging die Beziehung dann auseinander. Haben Sie noch Kontakt zu Ihrem Sohn und Kontakt zu Ihrer Frau? Ja, der Sohn lebt bei uns auch, gerade ist 16 Jahre alt.
Und die Mama ist sogar nach Deutschland gezogen. Oh, wow. Also auch Teil der Gemeinschaft dann? Langsam, ja. Langsam. Aber auf jeden Fall, also das ist schlussendlich, was es bedeutet. Ne? Also offen sein bedeutet, du bist offen zu verstehen, das Leben von den anderen, das Leben, das auf dir zukommt. Jetzt ist es so, das eine ist ja, dass sie zusammenleben, auch Liebe viel ist in ihrer Gemeinschaft. Es ist natürlich schon noch mal ein Schritt, auch gemeinsam Kinder zu haben. Was hat sich da für Sie verändert? Sind Sie da, als Sie schwanger waren, vielleicht auch noch mal näher rangerückt an das Ganze? Wie haben Sie das erlebt? Ja, definitiv. Also die Verantwortung wird natürlich eine ganz andere, wenn da noch Kinder mit im Spiel sind. Und eben dieses Commitment, was einfach nötig ist, um so eine Gemeinschaft zu leben. Mhm. Das hat sich auch total verändert. Haben Sie, vielleicht fragen sich manche, haben Sie auch genug Aufmerksamkeit bekommen in dieser Zeit, in der Sie schwanger waren? Ja, umso mehr, weil ich noch mehr Menschen um mich hatte, die quasi sich kümmern konnten. Erfahrene Mama. Genau, also speziell dann nach der Geburt und so im Wochenbett. Und ja, das war schon echt. Da rückt die Gemeinschaft dann auch zusammen wahrscheinlich nochmal, oder? Ja? Ja. Haben Sie auch das Gefühl, dass es für Ihre Kinder auch gut ist, in so einer Umgebung aufzuwachsen? Ja, natürlich, 100%. Also gerade heute, die haben noch nie einen Babysitter gesehen, weil die wachsen mit uns auf, wir sind alle vertraute Personen. Natürlich wissen die, wer die Mama ist und der Papa. Mhm. Aber... Ja, ich finde, das ist wundervoll. Das hört sich wirklich gut an und auch wirklich sehr nah, so wie Sie leben. Kann es auch mal zu nah sein? Also wünschen Sie sich zum Beispiel auch manchmal so einen Rückzugsraum? Also das hat wiederum nichts mit unserer Beziehungsform oder mit der Art und Weise, wie wir zu leben, zu tun, sondern wir haben halt, wir bräuchten mehr Platz auf jeden Fall. Mhm. Aber das hat nichts mit offen oder geschlossen zu leben zu tun. Sag ich auch gar nicht, aber mit der Art, wie Sie so zusammenleben, wie organisieren Sie das in der Form? Also, man braucht ja mal einen Moment für sich, ne? Also, wir müssen uns sehr gut organisieren, weil wir haben nicht nur Kinder zusammen, sondern wir haben auch ein Restaurant, ein Kulturzentrum zusammen, eine Tanzschule, Verein. Und das ist sehr viel Arbeit und wir müssen einfach unser Leben durchtakten und gut organisieren. Und da wird natürlich auch Zeit eingeplant, die man für sich braucht. Bringt da auch jeder das dann ein? Ich glaube, Sie haben in der Unternehmensberatung gearbeitet. Bringen Sie diese Qualifikation dann sozusagen auch ein? Das ist genau das Coole, wenn man mit mehr Menschen zusammenlebt. Weil jeder bringt natürlich das ein, was er, seine Fähigkeiten, seine Erfahrungen, alles, was er schon erlebt hat im Leben, das kann man einbringen dann in das, was man macht. Ist es denn so, wir reden jetzt bisher immer von einem Mann und drei Frauen. Sie sagen ja auch zu Recht, es geht um geschlossen oder offen. Sind Sie also auch offen oder gibt es Partner auch in Ihrem Leben, mit denen Sie leben, wenn es eine offene Geschichte, eine offene Beziehung ist, geht es ja eigentlich in alle Richtungen. Ne? Mhm. Gibt es jemanden? So, deshalb, also als wir angefangen haben, offen zu leben, das ist ein bisschen die Erklärung. Deshalb wollte ich dieses Bild schon von Anfang an klar lassen. Das ist, wir wohnen jetzt so zu viert aus Heinens, sagen wir so, Räumlichkeiten, Gelegenheit. Weil wenn wir ein Riesenhaus hätten, und das, was unser Projekt geht, einfach einen Ort zu schaffen, wo Menschen zusammen sein können, dann an sich könnte einfach alle Menschen dazu einfach mitmachen. Und das Problem hat sich, nicht ein Problem, sondern das Leben hat sich so entwickelt, dass wir halt zusammen kamen, aber nicht nur wir, gibt es immer ganz viele Menschen um uns herum, andere Männer, andere Frauen. So habe ich Sie auch verstanden, ne? Dass Sie gesagt haben, Sie wollen eben sich nicht nur auf Shadowram konzentrieren, also auf Herrn Pasqualini, sondern Sie möchten die Möglichkeit auch haben, dass andere Partnerinnen, Partner, andere Menschen, die Sie lieben, dazu kommen. Existieren, ja, die existieren. Gibt es die schon? Ja. Und es ist wieder nicht so, dass es geht um eine Beziehung zwischen Shadow und mir oder zwischen Clara und Shadow, sondern es geht darum, dass wir alle einfach frei sein möchten und dass wir zusammen leben und dass wir uns gegenseitig unterstützen und in Gemeinschaft sind. Und wir haben möglichst in die Freiheit aneinander, sonst wären wir wieder Single, allein irgendwo oder eben... Wie viel muss man reden, um also auch nicht verletzt zu werden?
Ja, da muss man 100% Ja. Clara, was würden Sie sagen? Also wir haben montags abends reserviert für unsere Gesprächsrunde. Also das muss definitiv sein, weil wir auch, es gibt so viel zu tun und so viele verschiedene Menschen, dass man sich einfach schnell auch verliert. Und deshalb ist das sehr essentiell. Ist auch wahrscheinlich wichtig, einfach schnell zu kapieren, wenn irgendwo ein Konflikt ist, oder? Weil sonst trägt sich das weiter. Es muss irgendwie gleich ausgetragen werden. Aber das passiert natürlich viel leichter und viel schneller, wenn es mehr Menschen sind. Weil wenn zwei Menschen sind, die einen Konflikt miteinander haben, die haben natürlich keinen Bock, den zu lösen. So, und die also nicht, haben manchmal die Lust, aber ich habe, meine Erfahrung, haben sich Konflikte immer länger hingezogen. Mhm. Weil halt keine Leute außenrum waren, die gesagt haben, hey, jetzt wartet mal ganz kurz, weil mit eurem Konflikt stört ihr die Gemeinschaft. Also Sie haben schon noch immer ein Auge auf die Beziehungen links und rechts und machen sich gegenseitig aufmerksam? Also wir leben das. Unser Leben ist zusammen. Ja. Daher, wenn ein Konflikt dazwischen entsteht, der Konflikt zwischen uns. Und das ist nicht zwischen Schad und mir. Das ist auch mal, keine Ahnung, haben wir ein Missverständnis oder so. Und dann haben wir es sehr selten. Aber wie ist das denn? Ich meine, zu Beziehungen, Sie sagen, wenn ich zu persönlich werde oder so. Aber zu Beziehungen gehört ja auch Sexualität, gehört, dass man sich körperlich nahe kommt. Haben Sie dann jeweils unterschiedliche Rückzugsräume? Oder ist das okay? Können auch andere dann anwesend sein? Also wie regeln Sie das im Alltag? So, also wie jeder Mensch, ne, würde ich sagen. Der hat einen schönen Moment mit der Partnerin und dann gibt es natürlich irgendwo, wo man zusammen sein kann und dann ist man da zusammen. Also hier ist auch nicht anders und auch nicht nur mit mir. Das ist sehr wichtig zu sagen, weil sonst kriegt man dieses Bild, Also Ihnen ist wichtig, nicht Sie sind der Patriarch, der jetzt hier, sondern ne, so ist es nicht. Ich glaube, das haben wir verstanden, dass das auf Augenhöhe ist und in jede Richtung offen. Wenn Sie da zuhören, Herr Jung, ist schon die hohe Schule der Beziehungsarbeit, oder? Ja, und sehr experimentell. Mhm. Und wir sollten dankbar sein, dass es heute so experimentelle Formen gibt. Vor 20 Jahren hätten Männer nicht heiraten können, Frauen hätten nicht heiraten können. Und das hat unsere Kultur reicher, kühner, wahrhaftiger gemacht. Wir können da viel davon lernen, nicht nur das Thema Eifersucht. Es ist schon toll, dass es sowas gibt, dass wir nicht mehr die Enge haben. Ja. Wie ist das denn, wie spannend ist das, wenn dann jemand Neues dazukommt? Also so wie Sie es ja auch aus Ihrer Perspektive erlebt haben, weil dann verändert sich ja schon wieder ein bisschen was. Ja, da wird das Eifersuchtsgefühl kommen in Frage. Gell? Ja. Weil Eifersucht bedeutet eben wir lernen das. Gell? Mhm. Und so wie die Kinder, wenn wir ein erstes Kind bekommen, dann ist das Kind allein. Und dann kommt das zweite. Dieses Kind normalerweise ist immer eifersüchtig auf das Kleinere. Gell? Aber was machen die Eltern? Die sagen, hey, aber da ist doch dein Bruderchen, der will mit dir spielen später. Mhm. Es ist doch schön, schau, wie der lächelt, schau, wie der spielt. Mhm. Und dann langsam dieser Bruder findet, da ist toll, spiel mit ihm zusammen. Ja. Und in Eifersucht in Erwachsenenbeziehungen, es ist genau die gleiche Lösung. Es ist einfach sagen, ich muss mir klar machen, okay, das ist ein neuer Freund, der dazu kommt. Ich kann mit ihm Fußball spielen gehen. Ich kann mit ihm Männergespräche führen. Und was, wenn Sie ihn nicht leiden können? Was leiden können? Ja, wenn Sie den nicht mögen, der dazu kommt. Ein Mann dazu kommt. Ja, die sind selber schuld, weil die haben den gebracht, ganz wahrscheinlich. Ja, aber wenn Sie nicht. Nein, wenn du den nicht leiden kannst. Ach so, nee, das geht nicht. Weil das würde bedeuten, geschlossen sein. Also offen sein bedeutet direkt, du bist offen. Du musst den anderen verstehen, weil sonst bist du geschlossen. Herr Schöne hat ja schon gesagt, er hat daran gearbeitet und weitgehend oder ganz, wie auch immer, mit der Eifersucht ist er jetzt im Reinen und glaubt, die nicht mehr so zu empfinden. Sind Sie auch schon so weit, Clara? Also es ist einfach wichtig, diese Arbeit zu machen und dieses Gefühl zu ergründen. Mhm. Und dann also eigentlich dass die was ist Eifersucht? Also Eifersucht ist die Angst davor, jemanden zu verlieren. Mhm. Ja. So ein Gefühl von, okay, ich könnte diesen Mensch verlieren. So, und dann ist bei uns jetzt die Basis, Mensch kann nicht verloren gehen. Das heißt, Eifersucht macht überhaupt keinen Sinn. Eifersucht macht sowieso niemals Sinn, weil wenn man eifersüchtig ist, wenn man Grund dazu hat, eifersüchtig zu sein, der andere Mensch entfernt sich von einem, dann treibe ich den Mensch nur schneller von mir weg.
Wenn ich keinen Grund habe, eifersüchtig zu sein, dann treibe ich den weg, obwohl er eigentlich alles gut war. Ja. So. Hat Eifersucht auch eine Funktion oder Sie wollten gerade sich melden? Also sie hat natürlich eine Funktion des Zusammenhalts, aber sie ist auch sehr possessiv und besitzergreifend. Und das ist ganz großartig, wie Sie in diese neuen Freiräume reingehen. Mir ist etwas ganz klar geworden bei diesem wundervollen Gespräch zwischen Ihnen vier. Die Liebe ist ein Kind der Freiheit. Wir reden jetzt mal die ganze Zeit darüber, wie reagieren wir, wenn die anderen sich verlieben. Würden Sie sagen, dass wir alle eigentlich mehrere Menschen gleichzeitig lieben können? Also ich meine jetzt nicht nur auf unterschiedliche Art und Weise, sondern auch Liebesbeziehungen führen können und mehrere Menschen gleichzeitig lieben? Oder ist das nicht für jeden gemacht? Das ist nicht für jeden gemacht. Es ist immer noch und wird auch eine minoritäre Form bleiben, gar keine Frage. Aber es ist eine Form. Warum passieren so viele Außenbeziehungen, die die Kirche früher mal als Ehebruch bezeichnet hat? Ja, natürlich, weil Sehnsüchte da sind. Wir unterdrücken so viel. Wir müssen zulassen, wie komplex das Thema einfach ist. Wenn man überlegt, wie die Gesellschaft... Ganz kurz nur, weil ich meine, es ist niemals so, dass sich nur ein Mensch liebt. Kein Mensch auf der Welt liebt nur ein Mensch. Ja. So. Das meinte ich. Ich wollte nur auf die Liebe, Der Unterschied, ob ich jetzt alle meine Kinder liebe, meine Eltern liebe, meine Freunde liebe, meinen Partner liebe? Wieso kann ich nicht mehrere Partner lieben? Ja, so. Genau, ist da ist aber der Knackpunkt, glaube ich, für viele. Wie ist es denn zum Beispiel, also ich sage ja nicht, dass es für jeden so sein muss, aber wir sind ja sozialisiert. Wie war das zum Beispiel, als Sie Ihren Eltern erzählt haben, der Mann, mit dem ich ein Kind habe, hat auch noch andere Freundinnen? Wie ist das angekommen? Also erstmal wussten unsere Eltern, kannten natürlich Shadu schon lange, bevor wir Kinder mit ihm hatten. So, deshalb war das nicht der Moment. Ja, das war natürlich erstmal ungewöhnlich für die, aber inzwischen, wir sind wirklich, alle von unseren Eltern sind wie Großeltern für alle unsere Kinder und wissen einfach. Und wenn Sie nochmal zusammenfassen am Ende, um das nochmal zu erklären, viele sprechen ja bei Ihnen, also bei Formen, wo sich mehrere Menschen lieben, von Polyamorie. Mhm. Sie sagen aber ganz bewusst, der wahre Unterschied ist offen oder geschlossen. Gibt es also auch geschlossene polyamore Beziehungen? Ja, klar. Ja. Es gibt sehr gerne sogar, welche so leben. Aber auf jeden Fall, nur mal um etwas ganz klar zu lassen, ja, vielleicht für alle, ist eben, wie das sich bildet. Okay? Weil du hast eben tatsächlich zwei Formen von Beziehung, geschlossen oder offene. Mhm. Was bedeutet das? Die geschlossene Beziehung, du sagst immer so, Partner, wir werden uns lieben bis hier. Wenn du rübergehst aus dieser Linie, dann ist es problematisch. Das heißt, man stellt immer Bedingungen. Okay? Mhm. Und dann man liebt sich unter solche Bedingungen. Und in offener Beziehung ist eben Bedingungslosigkeit. Und da ist man, wo die Liebe gespürt wird, als eben... Bedingungslose Liebe, das kann man auf Englisch sagen. Ist das also eigentlich ein Modell, das auch beliebig erweiterbar ist, auch auf größere? Ja, natürlich. Ja, ja, weil das so ist, weil zum Beispiel mein Bruder, ja, er ist vegan. Und dann er kann nur mit veganen Frauen sozusagen zu tun haben. Da ist, wo er schließt seine Beziehung. Aber zum Beispiel Fremdgehen ist für ihn kein Problem. Mhm. Und da sieht man, ne, er ist geschlossen bis hier, aber nicht mit Fremdgehen. Und er hätte Probleme, wenn der Frau Fleisch essen würde. Und in offener Beziehung ist genau, wo überhaupt keine Bedingung gibt. Deshalb, ich will, dass sie einfach sich komplett entfaltet, einfach lebt und wird genau, was sie sein muss. Deshalb liebe ich sie erstmal. Das ist, was ich bezeichne als Lieben. Mhm. Es ist wie das eigenes Kind. Vielleicht, für mich ist es klar, weil ich mein Kind ganz früh bekommen habe. Da habe ich sozusagen das bedingungslose Liebe direkt gespürt. Mhm. Und dann wusste ich, okay, das ist das. Du willst einfach sehen, wie dieser Mensch sich entwickelt. Und du liebst diesen Mensch. Mhm. Du willst ihn nicht steuern, kontrollieren, nur bis hier darfst du gehen. Das wäre dann was anderes. Sie haben schon gesagt, eine größere Wohnung wäre schön. Was sind noch so Wünsche, Ziele, die Sie haben? Das Projekt. Ja, also wir haben das Vorhaus gegründet, 6 Wochen vor Corona. Mhm. Haben wir eröffnet. Und das haben wir entwickelt oder diesen Ort geschaffen, um eben die Möglichkeit zu schaffen, dass unsere Gemeinschaft wachsen kann. Weil uns war klar, solange wir so in unserem Häuschen bleiben und jeder seinen Job hat und wir nicht zusammen wirklich was machen und entwickeln, solange werden wir halt da. Also wir getrennt tatsächlich im Leben. Ja.
Aber jetzt arbeiten wir zusammen, wir bauen zusammen etwas auf. Was auf, genau. Und im Verein geht es darum, tatsächlich, dass Menschen zusammen, die vielleicht so eine Vorstellung haben von einer Welt, wo die Menschen sich verstehen können, ne? Und nicht einfach ständig schaffen Konflikte. Vielen, vielen Dank für den Einblick in Ihre Beziehung. Vielen Dank und in Ihre offene Beziehung. Danke schön. Herr Jung, Sie beschäftigen sich schon so lange mit der Liebe, mit Beziehung. Was lässt Sie da nicht los? Vielleicht auch, dass es immer wieder Überraschendes gibt in der Liebe? Genau das ist es, die Faszination der Liebe. Sie ist eine permanente Überraschung. Und es wird immer experimentiert. Wir haben in der 68er-Bewegung, nach dem ganzen Muff der 50er und 60er Jahren, da sind wir wie zügellose Pferde sind wir in die Erotik galoppiert. Wer also zweimal mit der gleichen Band gehört, schon zum Establishment. Waren Sie dabei, Herr Jung? Ja, natürlich. Sex and Drugs haben wir unsere Erfahrung gemacht. Und haben dann natürlich auch gemerkt, wie wichtig diese Dialektik von Nähe und Distanz, von Treue und Aufregung, es ist immer wieder eine neue Herausforderung. Es gibt keine unkomplizierten Beziehungen. Überraschung, Liebe. Vielen Dank an unsere Gäste. Ja, vielen Dank. Ja, jetzt kann der Applaus kommen. Genau. Wir sehen uns wieder in einer Woche, dann mit dem Thema Ohne Familie besser dran. Hören Sie gerne auch mal rein in unseren Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Jetzt geht's weiter mit der guten Unterhaltung. Bis zum nächsten Freitag im Nachtcafé.